In einer Woche ist Wahltag in den USA. Viel wurde schon darüber gesprochen. Jetzt geht es um die letzten Meter bis zur Wahl. Was sagen die letzten Daten? Gibt es noch unbedingt irgendetwas zu beachten? Und was kann man jetzt einfach getrost auf sich zukommen lassen? Los geht's. Herzlich willkommen. Bei mir heißt es heute, klappe die vorletzte zur S-Wahl. Nächste Woche Montag werde ich nochmal eine Wahlhypothese aufstellen. Und zwar eine besondere, nicht über den Sieger der Wahl, sondern was ansonsten mit dem Aktienmarkt so passiert. Heute wollte ich mit Ihnen einfach nochmal alles Mögliche zusammentragen, was vielleicht für uns Anleger noch wichtig sein könnte. Ja, ich fange mal an mit etwas, was ich Ihnen schon mal vorgestellt habe, nämlich die Lichtman-Prognose. Das ist ja sozusagen das Modell, was die höchste Trefferquote aufweist für alle möglichen US-Wahlen, ja, bis tief in das 19. Jahrhundert zurückgehend. Der hat sozusagen 13 Schlüssel zum Weißen Haus definiert und hat gesagt, wenn die Demokraten oder die Republikaner die Mehrzahl davon für sich haben, dann werden sie gewählt werden. Und die Trefferquote liegt also bei über 90% seit dem 19. Jahrhundert. Und wenn wir uns das anschauen, dann, ich habe irgendwie eine eigene Sendung dazu gemacht, schauen Sie sich die fürs Detail gerne nochmal an. Und 8 Schlüssel gehen an die Demokraten, das reicht gerade so dazu, dass dieses Prognosemodell also sagt, entgegen der aktuellen Tendenzen, Kamala Harris wird die nächste US-Präsidentin werden. Okay, da könnte man sich als Anleger ja schon mal drauf einstellen. Es gibt auch einen Aktienmarktindikator selbst, der vorhersagt, wer denn der nächste Präsident werden soll. Der hat auch eine ziemlich hohe Trefferquote, seit es die Tagesdaten im S&P 500 gibt, seit 1928. Und zwar sieht er so aus, man schaut einfach den Aktienmarkt in den 3 Monaten direkt unmittelbar vor der Wahl an, also in diesem Fall seit dem 5. August. Und wenn der Aktienmarkt gestiegen ist, dann sagt er, dann bleibt es bei dem Präsidenten beziehungsweise bei der Partei, die den Präsidenten gestellt hat. Und wenn nicht, dann wird die Partei abgewählt. Und in diesem Jahr liegen wir also deutlich über einer Rendite von 10%. Das heißt, das wird sich aller Voraussicht nach nicht mehr in ein Minus verkehren. Das heißt, die Prognose dieses Modells wäre auch, so wie beim Lichtman-Modell, dass es Kamala Harris wird. Na, wir werden sehen. Zumindest wenn man sozusagen als Anleger darauf schaut und so nach diesen eigenen Wettquoten ginge, müsste man eigentlich auf Harris wetten. So, das wäre also die für manche total unspannende, für manche natürlich höchst interessante Frage, wer denn Präsident werden könnte. So, jetzt gucken wir uns mal mehr den Aktienmarkt selbst an. Und zwar hier immer nur den Oktober, den wir ja noch schreiben, bis zur Wahl. Und wie hat sich der S&P 500 seit 1928 da entwickelt? Ja, im Grunde eigentlich schön. Also es ging übergeordnet bergauf. Dann hat man jetzt ein unschönes Erlebnis, nämlich 2008. Gut, das hatte wahrscheinlich wenig mit der Wahl zu tun, sondern mehr mit der Finanzkrise, die sich gerade ausgetobt hat. Und es geht also insgesamt nach oben. Also gut für die letzten Tage eigentlich vor der Wahl. Aber das ist doch ein ziemlich ruckeliges Gemache hier. Mit oft, dass es auch mal, dass der Markt Angst bekommt. Im Prinzip soll Ihnen die Grafik eigentlich aussagen, wenn der Markt nochmal richtig Angst bekommen sollte vor der Wahl, dann ist das eher eine Kaufgelegenheit. Und es war jetzt nicht in jeder Wahl, dass nochmal so ein Angsteinbruch gekommen ist, aber in fast allen. Und jetzt in diesem Oktober haben wir es noch nicht so wirklich gesehen. Also das vielleicht so als kleiner Hinweis, falls nochmal jetzt Panik aufkommen sollte. Und jetzt gehen wir nochmal noch ein Stück näher ran. Das war jetzt der vom 1. Oktober bis eben zum Wahltag. Wenn wir jetzt mal nur die letzten Tage vor der Wahl nehmen, das zeigt Ihnen hier die Grafik, also sind jetzt auch die letzten 20 Handelstage, aber besonders möchte ich hier so auf die letzte Woche ungefähr vor der Wahl. Und das ist hier diese Zeitphase bis zum Tag 0, das ist sozusagen der Wahltag. Da ging es im Schnitt im S&P 500 ja, deutlich über 1%, nahezu 2% nach oben. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr gute Phase für den Aktienmarkt, die jetzt gerade da bevorsteht. Wieder mal so die Psychologie der Märkte, wenn eigentlich es naheliegen würde, dass man verkauft, weil die größte Unsicherheit ist, dann schießt der Aktienmarkt nach oben. Und interessanterweise dann, wenn die Wahl gelaufen ist und manchmal schon das Ergebnis feststeht, manchmal nicht, dann tendiert der Markt in den ersten Tagen erstmal bergab, beziehungsweise über die nächste Zeit erstmal nur seitwärts allgemein. Das also vielleicht für den Hinterkopf, um zu verstehen, wie der Markt sich rund um eine Wahl so typischerweise entwickelt hat.
Kann natürlich diesmal anders sein, aber das ist so das allgemeine Bild von Rückenwind und Gegenwind, den es so gibt an den Märkten. Ja, das ist so die Tage rund um die Wahl. Der ein oder andere fragt sich jetzt trotzdem, okay, wenn es jetzt Harris wird oder Trump, auf was für Aktien sollte ich denn setzen? Ich halte mich da relativ raus, hatte Ihnen ja nur in einer der alten Sendungen mal so Baskets gezeigt, die aufgestellt worden sind von irgendwelchen Research-Unternehmen. Also welche Aktien profitieren würden, wenn wer gewählt würde. Ich halte mich da, wie gesagt, erstmal weiter raus, weil ich auch nicht weiß, was so an Erwartungen hier schon eingepreist ist. Aber für alle, die wollen, tja, können sich das mal näher angucken. Ich hatte hingegen ein paar Aktien vorgeschlagen, die sich unabhängig von der Wahl gut entwickeln sollten. Hatte da auch ein eigenes Video, schauen Sie da auch gerne mal rein. Vielleicht auf die eine Aktie, die ganz oben, sollte ich kurz eingehen. Wir haben nämlich Zahlen gebracht und der Markt hat die Aktie ziemlich abgestraft. Wie ich meinen Lesern in meinem Dienst geschrieben habe, halte ich das für überzogen, also eher für eine Kaufchance. Ich bleibe also dabei, das wären für mich drei Aktien, die unabhängig von der Wahl gute Aussichten haben für den Rest des Q4. So, und als Rausschmeißer, so apropos Rest des Q4, habe ich gedacht, zeige ich Ihnen nochmal eine Grafik, die 3 Monate, also jetzt nicht nur die nächsten paar Tage nach der Wahl, sondern die 3 Monate nach einer Wahl zeigt. Und hier im Dow Jones und im DAX, im Dow Jones zurückgehend bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da ist eigentlich die Tendenz ziemlich schön, also in beiden Märkten, aber in den USA noch stärker, dass es hier eher nach oben geht. Also nicht unbedingt in den ersten Tagen nach der Wahl, da kann es mal ziemlich wild zugehen, aber danach dann in der Tendenz schon auch stärker, wenn man das jetzt vergleichen sollte, als allgemein im Durchschnitt, wie der Aktienmarkt sich sonst entwickelt. Also summa summarum, aus meiner Sicht kann man sich viel auf das Thema einlassen, aber wenn Sie jetzt mal so alles zusammentragen, würde ich sagen, es ist doch vielleicht mehr ein Non-Event als zumindest für die Märkte, ja, als es vielleicht sonst für uns aus politischer Sicht ist. In meinem Newsletter bin ich übrigens darauf eingegangen, wie viel Bedeutung man dem zumessen kann, soll, darf, gerade als Anleger. Wenn Sie möchten, können Sie sich in den Newsletter kostenlos dafür anmelden. Bei mir auf der Seite. Link ist, glaube ich, auch in den Shownotes mal wieder vermerkt. Damit habe ich fast alles gesagt, was ich zum Thema Wahl so sagen wollte. Eine ganz konkrete Hypothese habe ich mir mal aufgehoben. Die stelle ich Ihnen am Montag vor, denn die lässt sich erst am Dienstag ganz konkret messen und die gibt nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge, wie es denn mit dem Aktienmarkt nach der Wahl weitergeht. Wenn Sie möchten, bis dann. Tschüss.